Hallo liebe Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect. Und was wollten wir machen? Ich glaube, wir wollten mit Ritter sprechen und mit Doran oder wie er heißt, wegen dieses Gerät, das dieser eine Typ hier verkaufen will. Da habe ich was anderes gehört. Und was genau hast du gehört? Zweifellos weitere Gerüchte über seltsame Metallkreaturen mit echter KI. Okay. Ja, aber es gibt noch mehr. Gibt es doch immer. Ich hörte, es gäbe eine Verbindung zwischen Ihnen und einem abtrünnigen Spectre. Nicht das schon wieder. Ah, er spricht über den Gate. Ist das so unglaublich? Ist ja auch egal. Erwarten Sie einfach nicht, dass wir es auch glauben. Gut. Er spricht über Saren und die Gate. Wo ist Doran? Reden wir erstmal mit Ritter. Hey, Jenna kam zurück und suchte Arbeit. Danke, dass Sie sie aus Koras Nest geholt haben. Sag mal, beides ist eigentlich ganz gut. Ich würde sagen, schön zu hören. Schön, dass ich helfen konnte. Ja, alle scheinen froh zu sein, dass sie zurück ist. Sie scheinen sich nicht so darüber zu freuen. Ich bin froh, dass sie da raus ist. Ich hatte nur vergessen, wie es ist, sie um mich zu haben. Seit ihrer Rückkehr bekomme ich kaum noch Trinkgeld. Tja, dafür ist sie wieder da. Der Türsteher. Ist Dings vielleicht gerade oben? Schauen wir mal. Auf jeden Fall ist hier Jenna, mit der reden wir auch mal. Hallo, willkommen im Flux. Okay, da war nicht viel zu reden. Ich glaube, da hinten steht er, oder? Schön, Sie wiederzusehen. Kann ich Ihnen helfen? Untersuchung haben wir nichts Neues. Dann würde ich sagen, gehen wir Ihnen einfach mal Shells Werkzeug. Ich habe etwas, das Sie interessieren dürfte. Lassen Sie mich mal sehen. Das stammt von Shells, nicht wahr? Ich habe ihn damit gesehen, habe ihn deswegen rausgeworfen. Danke, dass Sie es mir bringen. Kein Problem, denke ich mal. Betrüger müssen leiden. Da haben Sie recht. Danke nochmals. Spielen Sie ein paar Runden Quasar. Geht aufs Haus. Ich muss jetzt weiter. So. Viel Spaß hier im Flux. Tagebuch und so weiter und so fort. Shells, der Spieler. Wir müssen noch mal mit Shells reden. Und das machen wir doch mal. Er wird, nun ja, nicht besonders glücklich sein. Aber es war auf jeden Fall richtig, finde ich. Haben Sie schon 5 Siege mit dem Gerät aufgezeichnet? Ich denke, ich habe es weggegeben. Ich bin mal so ehrlich und sage die Wahrheit. Eigentlich habe ich Ihr Gerät Doran gegeben. Aber da steckte jahrelange Arbeit drin. Was soll ich denn jetzt machen? Sie könnten Ihre Talente besser nutzen. Sie sind mir aber keine Hilfe. Das ist der absolut schlimmste Tag meines Lebens. Tjo. Kann ich auch nichts machen. Auf jeden Fall ist diese Quest erledigt. Jalits Geheimnis wollen wir noch nicht machen. Der Fan können wir noch nichts machen. Das hier sind keine Citadel-Aufträge. Und ansonsten haben wir nur noch Sarens Schuld beweisen. Das heißt wohl, wir müssen jetzt erstmal zum Turm. Halt. Jetzt gibt's doch ein Taxi. Präsidium. Bezirksudang, Citadel-Turm, dahin gehen wir doch mal. So, und sind wir auch gleich oben? Ja, sieht so aus. Und ich glaube, ich muss in diese Richtung hier gehen. Ah, da ist auch Anderson. Reden wir mal mit dem. Na los. Udina legt die Beweise des Quarianers dem Rat vor. Jetzt bin ich mal gespannt. Eden Prime war ein bedeutender Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Und auch einen Schritt näher an die Rückkehr der Reaper. Sie wollten einen Beweis. Hier ist er. Dieser Beweis ist unwiderlegbar, Botschafter. Saren verliert seinen Status als Spectre. Und es werden alle Anstrengungen unternommen, um ihn für seine Verbrechen zu bestrafen.
Ich erkenne die andere Stimme, die mit Saren spricht. Matriarchin Benesia. Matriarchin Benesia, das heißt, es ist eine Asari. Aber wer genau? Wer ist sie? Matriarchinnen sind mächtige Asari, die die letzte Phase ihres Lebens erreicht haben. Sie werden für ihre Weisheit und ihre Erfahrung verehrt und dienen meinem Volk als Führer und Mentor. Matriarchin Benesia ist eine mächtige Biotin und sie hatte viele Anhänger. Sie wird Saren eine wunderbare Verbündete sein. Ich interessiere mich mehr für die Reaper. Was wissen wir über sie? Nur das, was wir aus dem Geth-Speicherkern herausfiltern konnten. Die Reaper sind eine uralte Maschinenrasse, die die Proteaner ausrottete. Und dann sind sie verschwunden. Ja, jetzt haben wir eigentlich einige gute Auswahl, Dialogauswahler, Wähler, wie auch immer. Die geht verehren sie, das tun sie, Saren bringt sie zurück, so hört sich's an und deshalb folgt sie Saren, ja. Ich denke das, ja. Die geht glauben, Reaper sind Götter und Saren ist der Prophet für ihre Rückkehr. Wir glauben, die Röhre ist der Schlüssel, der sie zurückbringt. Saren sucht gerade danach, deshalb sein Angriff auf Eden Prime. Wissen wir überhaupt, was diese Röhre ist? Noch nicht wirklich. Saren glaubt, sie kann die Reaper zurückbringen. Das ist schlimm genug. Hören Sie sich doch einmal zu. Saren will die Maschinen zurückbringen, die einmal alles Leben in der Galaxie vernichtet haben? Das ist unmöglich. Muss es sein. Wo sind die Reaper hin? Wo sind sie hin verschwunden? Warum haben wir keine Spuren entdeckt, die auf ihre Existenz hindeuten? Wären sie echt, hätten wir irgendwas gefunden. So, die Reaper gibt es wirklich. Sie haben schon mal an mir gezweifelt. Und seien Sie doch nicht albern. Eigentlich alles wirklich gutes Dings. Ich bleibe mal bei Höflichkeit und das hier. Ich habe versucht, Sie vor Saren zu warnen und Sie wollten der Wahrheit nicht ins Gesicht sehen. Machen Sie nicht den gleichen Fehler. Das ist anders. Sie haben bewiesen, dass Saren den Rat betrogen hat. Wir sind uns alle einig, dass er die Geth benutzt, um nach der Röhre zu suchen, aber wir wissen nicht warum. Die Reaper sind offensichtlich nur ein Mythos, Commander. Eine willkommene Lüge, um Sarens wahre Absichten zu verdecken. Eine Legende, die er dafür benutzt, die Geth gefügig zu machen. Ah, ja, nehmen wir das hier. Vor 50.000 Jahren vernichteten die Reaper die gesamte galaktische Zivilisation. Wenn Saren die Röhre findet, wird es wieder passieren. Saren ist ein verräterischer Agent, der um sein Leben rennt. Er besitzt nicht mehr die Rechte oder Ressourcen eines Spectres. Der Rat hat ihm seine Position entzogen. Aber er hat noch die Geth. Sie wissen, dass es sich irgendwo in der Traverse versteckt hält. Schicken Sie Ihre Flotte rein. Eine Flotte kann nicht einen einzigen Mann aufspüren. Eine Zitadellflotte könnte die ganze Region sichern. Halten Sie die Geth davon ab, noch mehr unserer Kolonien anzugreifen. Oder es könnte einen Krieg mit den Terminus-Systemen auslösen. Wir lassen uns doch nicht in eine galaktische Konfrontation hineinziehen, nur wegen ein paar Dutzend menschlicher Kolonien. Ah, Sie werden also nichts unternehmen, schicken Sie mich. Immer die gleiche Geschichte. Auch wieder drei richtig gute Dialogoptionen, meiner Meinung nach. Sollen Sie mich schicken? Dann, ja. Ich kann Saren erledigen. Der Commander hat recht. Es gibt einen Weg, Saren aufzuhalten, der keine Flotten oder Armeen erfordert. Nein, es ist zu früh. Die Menschheit ist noch nicht für die Verantwortung bereit, die das Beitreten bei den Spectre mit sich bringt. Es ist die beste Lösung. Ich bin bereit. Hören Sie auf, uns aufzuhalten. Das machen wir mal nicht. Sagen wir einfach mal, dass wir bereit sind. Ich hoffe, dass wir es auch sind. Ich trat Saren auf Eden Prime gegenüber und entlarvte ihn als Verräter. Ich habe mich bewiesen. Commander Shepard, vortreten.
Der Rat hat entschieden, Ihnen alle Befugnisse und Privilegien der Zitadellabteilung Special Tactics and Reconnaissance zu verleihen. Spectres werden nicht ausgebildet, sondern auserwählt. Individuen, die sich im Dienst und Kampf unter Beweis gestellt haben. Die, die durch ihre Handlungen und Taten über den Rang hinausgewachsen sind. Spectre sind ein Ideal, ein Symbol. Die Verkörperung von Mut, Willenskraft und Selbstvertrauen. Sie sind die rechte Hand des Rats, Instrumente unseres Willens. Spectre tragen eine große Bürde. Sie sind die Beschützer des galaktischen Friedens, zugleich unsere erste und letzte Verteidigungslinie. Die Sicherheit der Galaxie liegt in ihren Händen. Sie sind der erste menschliche Spectre-Commander. Das ist eine große Errungenschaft für Sie und Ihre gesamte Spezies. Hohoho, nee, das nehmen wir nicht. Ich denke, wir bedanken uns ganz fein und artig. Ich bin geehrt, Ratsherr. Wir schicken Sie in die Traverse, wo Sie Saren verfolgen. Er ist vor dem Gesetz auf der Flucht. Sie sind also befugt, alle notwendigen Mittel einzusetzen, um ihn festzunehmen oder zu töten. Irgendwelche Tipps? Ich weiß nicht, ob man das nehmen soll, aber ich nehme es jetzt einfach mal. Eine Ahnung, wo ich ihn finden kann? Wir werden alle relevanten Daten an Botschafter Udina weiterleiten. Dieses Ratstreffen wird vertagt. Meinen Glückwunsch, Commander. Es liegt eine Menge Arbeit vor uns, Shepard. Wir werden ein Schiff, eine Crew und Vorräte brauchen. Sie haben jetzt Zugang zu speziellen Ausrüstungs- und Trainingseinrichtungen. Sie sollten jetzt zur Citadel-Sicherheitsakademie gehen und mit dem Spectre-Ausrüstungsofficer sprechen. Anderson, folgen Sie mir. Ich brauche Ihre Hilfe, um alles hier aufzubauen. Sehr schön. Ich dachte, der Botschafter wäre etwas dankbarer. Er hat Ihnen noch nicht einmal gedankt. Ich kann ihm's nicht verdenken, da ist nichts dabei, typisch. Ich denke, wir nehmen das, ja. Ich kann den Typ eh nicht leiden, ehrlich gesagt, aber, ja. Er muss an vieles denken. Los! Bin direkt hinter Ihnen, Commander. Von daher hätten wir vielleicht auch typisch nehmen sollen, aber, ja. Wir haben einen Spectre-Bonus. Spectre-Trainings- und Schmeichel-Einschüchterungstalente freigeschaltet. Na, das schauen wir doch gleich mal. Wir können zwei neue Punkte Moment. Eins, so. Wir haben Punkt 6 sogar jetzt schon freigeschaltet. Wir haben einen Bonuspunkt drauf gekriegt. 7 und 8. Und deshalb haben wir auch einen Ladendiscount. Verbessert Schmeichelnrate auf 8. Schaltet neue Dialogoptionen frei. 5% Discount in den Läden. Das gefällt mir. Außerdem haben wir ein Spectre-Training. Verbessert Gesundheit, Präzision und die Effizienz aller Angriffe und Kräfte. Verliert die Fertigkeit Einigkeit. Einigkeit lässt tote Squad-Mitglieder mit 15% Gesundheit und 40% Schildkraft wieder auferstehen. Das ist auch eine ziemlich geniale Fähigkeit, muss ich sagen. Ja, da gibt's nur Einigkeit. Das heißt, da sollten wir auf jeden Fall Punkte drauf machen. Aber, Entschuldigung. Als allererstes gebe ich mal auf Schmeicheln. Und zwar auf beide. Dann haben wir nämlich Rang 8. Und dann können wir sogar die eine Quest mit Jellet erledigen. So. Ladendiscount wird verdoppelt. Und hier sollte man auch wirklich... Wir haben so viele Sachen, wo wir Punkte drauf geben können. Das ist schon richtig schlimm, was wir alles machen könnten. Auf Schrotflinte wäre nämlich nicht schlecht, da mal ein bisschen für unsere Dings zu machen. Sturmangriffstraining wäre nicht schlecht, da könnten wir uns nämlich auch eine bessere Panzerung freischalten. Werfen, Biotik und Heben, das wäre auch nicht schlecht. Warp ist nicht schlecht, Barriere ist nicht schlecht. Ja, da gibt es so viele Sachen, wo wir steigern könnten und so wenig Punkte. Das ist richtig schlimm. So, auf jeden Fall, jetzt kommt sie dran. Sturmgewehr geht wieder ein bisschen besser. Da haben wir fast die ganze Leiste schon voll, das ist ja krass. Kampfpanzerung, erweiterter Schildboost. Aber wir wollten eigentlich auch auf Erste Hilfe gehen. Machen wir noch einen Punkt auf Erste Hilfe. Und Tully, da wollen wir natürlich auf der Chefrieren gehen, weil dann können wir das nämlich auch für mittelschwere Objekte einsetzen und nicht mehr nur für leichte. Das macht, denke ich, auch Sinn. Radius und Stärke der Sabotage wurde erhöht.
Und was haben wir im Tagebuch? Mit dem Botschafter reden. Der Botschafter wird Ihnen ein Schiff und eine Crew stellen. Treffen Sie sich mit ihm in der Andockbucht der Allianz. Dorthin gelangen Sie über den zentralen Fahrstuhl der Seesicherheitsakademie. Da sollten wir ja eh mit dem Ausrüster sprechen. Das heißt, das passt eigentlich wunderbar zusammen. Sehr schön. Vor 300 Jahren vertrieben die Geth mein Volk ins Exil. Wir baten den Rat, diese Androiden auszulöschen, aber er ignorierte unsere Bitten. Vielleicht wären wir jetzt nicht hier, wenn sie auf uns gehört hätten. Hier richtet also der Rat über uns kleine Leute, was? Okay, das hatten wir schon mal. Haben Sie auch schon mal das Gefühl, das ist eine Nummer zu groß für uns, Commander? So, ich frage mich, kann ich jetzt mit ihm da hinten reden? Ich bin mal gespannt. Das ging ja die ganze Zeit nicht. Nein. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer neuen Position als erster menschlicher Spectre-Commander. Sie werden Ihre Sache ganz sicher gut machen. Ja, Dankeschön. Ich weiß das zu schätzen. Mein Name ist Admiral Kahoku. Es ist höchste Zeit, dass die Allianz einen unserer Leute als Spectre abstellt. Wir brauchen Leute wie Sie, die sich um unsere Probleme kümmern. Ja, was denn für Probleme? Was für Probleme, Admiral? Ich werde von bürokratischen Arschlöchern festgenagelt. Nichts Neues. Vielleicht können Sie mir helfen, Shepard. Eines meiner Aufklärungsteams sollte seltsame Aktivitäten in der Traverse untersuchen. Wir haben gestern den Kontakt verloren. Und jetzt bekomme ich keine Genehmigung für eine Untersuchung, weil es auf einmal Sperrgebiet ist. Aber das gilt nicht für Sie, Shepard. Spectres können überall hingehen. Sie könnten herausfinden, warum der Kontakt zu meinem Team abgerissen ist. Das könnte man machen. Ich denke, das ist eine gute Sache. Und wir beruhigen ihn doch gleich mal. Ich finde Sie, Admiral. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Ich hatte keine andere Option mehr. Ich werde hierbleiben und versuchen, durch die offiziellen Kanäle etwas herauszufinden. Allerdings mache ich mir diesbezüglich keine Illusionen. So, ein neuer Tagebucheintrag. Vermisste Marines, NES. Gut. Ich werde die letzten Standortdaten meines Teams auf Ihr Schiff hochladen. Vielleicht finden Sie etwas heraus. Okay, auf unser Schiff, das wir noch gar nicht haben. Naja gut, vielleicht weiß der schon mehr als wir. So, wo können wir jetzt noch alles hin? Ich weiß, dass es noch eine kleine Quest gibt. Und zwar in den Bezirken und bei der medizinischen Klinik. Da habe ich ein bisschen da nachgelesen. Ganz ehrlich gesagt, als ich nachgeschaut habe, wann man denn bei Charlotte diese Option einsetzen kann. Also diese schmeicheln Teil. So, dann öffnen wir noch mal die Tür. Und reden mit Dr. Chloe Michels. Ich brauche diese Vorräte für meine Klinik. Es geht nicht. Sie können und Sie werden es tun. Oder Ihre Geschichte bleibt nicht mehr lange geheim. Enttäuschen Sie mich nicht, Doktor. Oh, Commander Shepard, ich sah Sie nicht reinkommen. Frag mal gleich mal, ob sie Hilfe braucht. Das ist am besten, denke ich mal. Jedes Mal, wenn ich herkomme, werden sie bedroht. Wer war das? Jemand aus meiner Vergangenheit. Ich kann das allein regeln. Schon in Ordnung. Sprechen Sie weiter. Sie soll weitersprechen, denke ich. Ich kann Ihnen vielleicht helfen. Mein früherer Arbeitgeber hat mich gefeuert, weil ich Kliniken wie dieser die Medizin umsonst gab. Sie haben mich nie angeklagt. Sie wollten nur, dass ich ohne Aufhebens gehe. Aber jemand muss es herausgefunden haben, denn jetzt werde ich erpresst. Ich muss ihnen geben, was sie haben wollen. Wenn meine Vergangenheit bekannt wird, verliere ich meine Lizenz. Dann schließen sie meine Klinik. Das ist natürlich nicht gut. Keine Zeit dafür jetzt, also bitte. Und das ist nicht mein Problem, das sind ja genau solche Optionen. Nee, das geht nicht. Dann helfen wir doch mal lieber. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Sagen Sie mir, was die wollen.
Ich muss einem Händler auf dem Markt medizinische Vorräte geben. Und zwar heute. Dann werde ich mal helfen. Geben Sie mir den Namen des Kontaktmanns. Ich kümmere mich um ihn, wer es auch sein mag. Um ihn kümmern? Kommt meine Vergangenheit dann nicht ans Licht? Ich werde vorsichtig sein. Oder vertrauen Sie mir. Nee, ich werde vorsichtig sein. Ich werde dafür sorgen, dass Sie es niemandem erzählen. Ich soll mit einem Händler namens Morlan unten am Markt sprechen. Ich weiß das wirklich zu schätzen, Commander. Vielen Dank. Persönliche Frage, haben wir das schon mal gestellt? Ich glaube ja. Dann sagen wir einfach mal gern geschehen. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Viel Glück, Commander. Seien Sie vorsichtig. Natürlich. So, ein neuer Tagebucheintrag. Citadel, Dr. Michel. Mit Morlan reden. Jetzt müssen wir auf die unteren Märkte gehen. Das wollen wir mal machen. Da haben wir noch nicht mal einen Fahrstuhl dazwischen. Das heißt, das passt ganz gut. Aber das werden wir erst wieder in der nächsten Folge machen. Dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!